Schaut sie mal, riesengroße Gänseblümchen. Nein, es hat natürlich keine Gänseblümchen. Schau mal, gibt es da Gänseblümchen? Doch, doch. Aha, Schurken. Okay, warte mal. Okay. Gänseblümchen und Mutanten-Gänseblümchen, nämlich die Magerwiesen-Margerite. Tolle Sache. Das ist zwar eine gepflegte Wiese, aber schaut mal, da sind immer wieder so Inseln von der Margerite. Da, da und da, da. Aber ich gehe wieder zurück zu meiner Insel, weil jetzt geht es mir einmal um die Wurzel und außerdem verliere ich sonst mein Schaf wieder. Also, ja, Gänseblümchen wird jetzt einfach aufgegessen, weil ich schon gebracht habe. Schaut mal, die Wurzeln, die Wiesenmargerite oder genauer gesagt die Magerwiesenmargerite ist eine mehrjährige Pflanze und irgendwo, also überwintert, wenn es vorbei ist mit dem Lebenszyklus, dann stirbt es ab und überbleibt dann eine brutenständige Rosette und so überwintert dann die Margerite und irgendwo muss sie natürlich die Energie speichern und das Ganze tut es in dieser Wurzel und ihr seht von dieser Wurzel, das kraxelt so dahin unter der Erde und es kann dann immer wieder mal ein neuer Blütenstiel austreiben und so lässt sich auch so eine Insel erklären. Also das Ganze kann praktisch schon mal klein angefangen haben und die kehren möglicherweise irgendwie alle zusammen. Muss natürlich nicht sein, kann aber sein. Essbar ist die Margerite grundsätzlich ja, mit Einschränkungen. Manche reagieren kontaktallergisch, also mit Reizungen, wenn sie mit der Pflanze in Berührung kommen. Aber grundsätzlich ist es ungiftig. Nur die Wurzel selbst, das können wir vergessen, also die ist nicht zum Essen gedacht. Mir geht es jetzt ja darum, dass wir das mal gesehen haben. Also 60 dicke Wurzel und lauter feine Wurzeln. Das gilt eben auch für andere Exemplare. Die habe ich ausgerissen, bevor es praktisch richtig gelebt haben. Macht nichts, sie isst jetzt dann einfach. Und schaut mal, und das setzt sich da fort, also man kann das da wirklich sehen, dass die alle da miteinander verbandelt sind. Also eine Big Family. Und ja, also die lasst ihr jetzt da in Ruhe, tue ihnen eh nichts mehr, keine Sorge. Also, die Wurzel von der Magerwiesen-Margerite kennen wir jetzt und schaut nämlich so aus.